Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Stadt Salzkotten, der Apotheke am Salinenhof und der Ratsapotheke im Heda Center, der Firma MIG, der Volksbank Brilumbüren Salzkotten, von KD Fliesentechnik, dem Schuhhaus Zeanschuk und dem Einrichtungshaus Niggemeier. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, vom 7. Oktoberfest in Salzkotten. Ja, die Salzerhalle ist wieder randgefüllt. 1200 Gäste wollen hier einen tollen Abend erleben und ich habe auch schon Anschluss gefunden. Und wir werden jetzt für Sie das Fest der Feste im Salzkottner Herbst erkunden. Und zu erkunden gibt es an diesem Samstagabend eine Menge. Eine Augenweide natürlich die Fashion-Madeln in ihren stilvollen Dirndlkleidern. Und auch die Männer haben sich in Schale geworfen. Ohne Lederhose ist man heute nicht komplett angezogen. Wie gefällt dir das, heute mal ein Dirndl anzuziehen? Ist ja mal was anderes. Klar, einmal im Jahr kenne ich das gut. Warum? Was cool daran? Ja, wir treffen uns seit Jahren einmal im Jahr hierzu. Dann macht es halt Spaß. Die Ladies in den Dirndeln. Fühlt sich das denn an, so ein Dirndl zu tragen? Sehr eng. Sehr, sehr eng. Aber trotzdem schön. Also die ist auch ganz gut, ne? Doch nicht nur klamottentechnisch geht es in der Salzerhalle zünftig zu. Auch kulinarisch kommen die Fans der oberbayerischen Kultur voll auf ihre Kosten. Frisch zubereitet und von adretten Damen präsentiert, Krustenbraten, Leberkäse, Nürnberger Würstchen und ofenfrische Brezel. Lecker. Mit einer gehaltvollen Grundlage im Magen kann es dann losgehen. Fehlen nur noch die passenden Getränke. Kurz nach 8 vor der Bühne haben sich der Vorstand der St. Johannes Schützenbruderschaft Salzkotten als Ausrichter und Bürgermeister Uli Berger versammelt. Dem ersten Bürger der Stadt obliegt es dann, das bayerische Bierfest in Salzkotten zu eröffnen. 3 Probeschläge und dann noch einmal richtig mit Schwung. Der Zapfhahn sitzt, das flüssige Gold kann fließen. O Zapfdies, auch im westfälischen Salzkotten. Herr Bürgermeister Berger, 3+2 Schläge. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer sportlichen Leistung hier heute am frühen Abend? Ja, Niklas Wehmeier sagte ja schon vor der Bühne, das ist Hochleistungssport. Und wenn man Sport macht, muss man sich auch vorher warm machen. Das kennt man ja vom Joggen. Von daher waren die 3 Schläge erstmal zum Warmmachen. Die 2 waren dann wirklich auch ernsthaft. Ich bin ganz zufrieden. Damit bin ich auf einer Stufe mit dem Oberbürgermeister von München. Der hat wahrlich mehr Erfahrung. Ja, Sie waren ja auch schon mal im Trainingscamp in den letzten Jahren. Wie war es in diesem Jahr? Hatten Sie eine Vorbereitung auf das Fest oder sind Sie heute ganz spontan zum Oktoberfest gekommen? Ich bin heute ganz spontan zum Oktoberfest gekommen. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, weil mein Sohn gestern 18 geworden ist und wir auch kräftig gefeiert haben. Aber das geht jetzt so nahtlos über, ist ein Festwochenende für mich. Der Bürgermeister hat einen Feiermarathon hinter sich und auch die anderen Besucher lassen es zu keiner Sekunde ruhig angehen. Für Biernachschub ist dabei bestens gesorgt. Klaus Schröder, der Festwirt, heute natürlich wieder am Start. Zum ersten Mal ist die neue Theke in Gebrauch. Habt ihr euch schon dran gewöhnt? Wie läuft's oder habt ihr noch Probleme? Bislang alles reibungslos. Die neue Theke ist grandios geworden, sieht toll aus, wenn man reinkommt in die Halle. Uns als Festwirt, Bus und Schröder, freut natürlich, wenn man die Theke eigentlich gar nicht sehen kann, wenn da hunderte von Leuten vorstehen. Das wäre dann das Nonplusultra. Theke alleine gibt es nicht auf dem Fest. Wir arbeiten ja mit jeder Minute dran, dass hier noch mehr Bier über die Bühne, über die Theke geht. Wie zufrieden seid ihr so und wie viel Bier habt ihr denn eingekauft? Wie viel dürfen wir heute trinken? Also Bier genug selber ist da. Ich denke, mir sind 1200 Gäste in der Halle. Wie viel würde denn der Reporter so am Abend trinken? Dann könnte man das schnell ausrechnen, wie viel Bier wir haben müssten. Ja, ich bin ja nicht so repräsentativ. Ja, ich sag mal, Liter? Gehe ich mal von mir aus. Ich trinke ungefähr so einen Liter am Abend, ja. Also 1200 Liter sollen hier heute den Besitzer wechseln? Ja, der eine und der andere trinkt ja ein Glas Bier mehr und dann denke ich mir, wo kommen wir dann hin? Passt schon. Okay, wir haben schon verstanden, so ganz will sich der Festwirt wohl nicht in die Karten gucken lassen. Doch wer nicht zum Bier kommen kann, hat Glück, denn das Bier kommt auch zu den Besuchern. Ein Dutzend Bedienungen ist am Start und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.
Ja, Chantal Willemack ist eine von 13 jungen Damen, die ihr heute übers Parkett flitzen und die durstigen Gäste mit den Getränken versorgen. Ihr müsst heute richtig was schleppen, so ein Liter oder so ein halber Liter, der ist ja ganz schön schwer im Arm, in der Hand. Habt ihr euch darauf vorbereitet? Ich persönlich nicht. Ich habe davon gestern Abend erst erfahren, dass ich überhaupt mitmache. Ja, vorher habe ich auch nur in Restaurants gekellnert mit Tablett, deswegen, das ist jetzt schon ganz schön schwer. Aber ich versuche mein Bestes. Tun die Arme oder Beine schon weh? Ja, die Arme ein bisschen. Ich kriege auch nicht so viel auf einmal, aber es geht schon. Wie viele sind's? 6 halbe und vielleicht 4 Maß auf einmal. 4 Maß, gar nicht so schlecht für den Anfang. Und so viel wir mitbekommen haben, ist an diesem Abend auch keine Kehle trocken geblieben. Unter den Partygästen treffen wir auch jemanden, für den Bier mehr als ein Getränk ist, nämlich eine richtige Leidenschaft. Unter den zahlreichen Gästen des Oktoberfestes finden wir auch eine richtige Bierexpertin, Biersommelier Andrea Nachtigall. Sie hat schon das erste Bier probiert. Wie schmeckt denn das Bier beim Salzkottner Oktoberfest und kann es mit dem Standard Maß halten? Naja, ich habe ja gelernt, man darf kein Bier schlecht reden, das muss ich hier auch nicht. Das ist ein wunderbares Helles, das heißt also gegen Durst, da kann man mal 1, 2, 3, 4, 5, 10 Maß trinken. Vielleicht, ich würde mir für nächstes Jahr wünschen, dass man vielleicht mal ein richtiges Oktoberfestbier, also ein Märzenbier hier hat, aber auch wenn nicht, würde ich trotzdem wiederkommen. Was macht denn dieses richtige Oktoberfestbier, wie du sagst, aus? Was wäre denn anders, vielleicht geschmacklich oder im Abgang? Also Märzenbier ist auf jeden Fall mehr Malz enthalten, ein bisschen mehr Prozente. Das ist nicht unbedingt wichtig, aber hilft. Und es ist halt ein bisschen gehaltvoller. Aber ich möchte dieses Bier auch nicht schlecht reden. Das ist ein tolles Bier, kann man gut trinken. Und, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja nächstes Jahr doch mal ein Märzenbier. Aber mit 10 Maß, 10 Litern hast du die Latte aber ganz schön hochgehängt, oder? Also ich sag mal nur, wer 10 Liter Kakao trinkt, dem wird auch schlecht. Ne? Also muss man einfach schauen. Neben Mode, Bier und kulinarischen Höhepunkten ist es aber natürlich auch die Musik, die zum Gelingen der Mordsgaudi beiträgt. Den Anfang machen die Brassburm, die mit ihrem volkstümlichen Programm den Zuschauern in den ersten 2 Stunden einheizen. Bandleader Niklas Wehmeier zeigt sich von seiner besten Seite und animiert die Selzer zum Mitschunkeln, Singen und Feiern. Die Weiber! Die Dirndl! Schnell springt der Funke über. Oktoberfest können wir eben auch in Ostwestfalen-Lippe, meint auch der Oberst der St. Johannes Schützenbruderschaft Salzkotten, Matthias Kemper. Oberst Matthias Kemper, genannt Sonne, heute neben mir ja. Gestern sind die ersten Daten einer Studie der Universität Paderborn veröffentlicht worden zum Thema Schützenwesen. Und ein Fazit der Forscher war, dass sich die Schützen ja mehr auf die Heimat, auf die heimatlichen Traditionen beschränken sollten und kein Oktoberfest veranstalten sollten. Was würde der Oberst von Salzkotten den Forschern erwidern? Also ich hätte die Forscher gerne heute Abend eingeladen, dass sie sich hier vom Gegenteil überzeugen können. Ich denke, super gefüllte Halle, hier ist richtig was los und die Leute haben da Spaß dran. Da muss man gar nicht drüber sinnieren und Umfragen starten, feiern und mitmachen und dann läuft das Leben. In der Studie hieß es auch, 50% der Befragten wünschen sich mehr Frauen im Schützenwesen. Wann wird denn die erste Schützenkönigin von Salzkotten ihren Vogel selbst abschießen? Das ist eine gute Frage. Man soll nie, nie sagen, aber das soll jetzt keinen Raum für Spekulationen auftun oder bieten. Soll ich dazu sagen. Ne? Noch ist es Tradition, so wie es jetzt läuft. Und schauen wir mal. Wir leben ja hoffentlich noch lange, da kann sich ja einiges tun. Getan hat sich zwischenzeitlich auch etwas auf der Bühne. Die Partyräuber spielen auf und ziehen die Besucher in ihren Bann. Zum ersten Mal ist die bayerische Partyband zu Gast in der Hederstadt. Ihr feiert heute Abend Premiere. Auf was dürfen sich denn die Salzkottner freuen? Oh, ich hoffe doch auf gute Stimmung. Also wir haben nur Gutes gehört von Salzkotten. Und ja, wir sind mitten im Oktoberfest-Tourmodus. Und wir freuen uns tierisch drauf, das erste Mal in Salzkotten zu sein, tatsächlich. Das heißt, wo kommt ihr gerade her und wo geht's morgen hin? Wir waren jetzt 3 Tage in Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen, Grandl, Sobreuzelt, 8000 Mann jeden Tag gehabt. Und morgen gibt's nochmal eine Pause und übermorgen und dann Dienstag nach Münster weiter. Nächstes Oktoberfest, so geht's die ganze Zeit durch und durch und durch.
Also 8000er können wir jetzt leider heute Abend nicht mithalten, aber ich verspreche, dass die nahe 1000, 1400 heute so richtig Gas geben werden. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, danke dir. Also ich glaube auch, uns macht es mehr Spaß mit 1000, 1400 zu spielen, auch wenn es 1500 werden. Weil 8000 ist zu anonym und zu groß, deswegen freuen wir uns tierisch drauf in Salzkotten. Und danke schön dir und euch auch noch viel Spaß. Danke, tschüss. Danke dir, ciao. Die Freude ist den Profimusikern dann auch anzusehen. Sie nehmen sogar ein Bad in der Menge, um ihrem Publikum ganz nah zu sein. Das Repertoire der Band ist perfekt zugeschnitten auf den bayerischen Abend. Mal eher volkstümlich, mal poppig, aber auch schlagerlastig. Aber Hauptsache voller guter Laune. Ein stimmungsvoller Abend, der beim Publikum viel Anklang findet. Ihr steht auch schon auf den Bänken. Wie läuft's bei euch? Super, klasse Stimmung hier. Einwandfrei bei euch in Salzkotten. Das erste Mal hier? Das erste Mal hier und total begeistert. So wollen wir das. Und du kommst nächstes Jahr wieder? Absolut. Nächstes Jahr sofort wieder dabei. Ja, meine Clique, die sitzt ja heute Abend ganz faul zu Hause vom Fernseher. Wie würdest du denen dann beschreiben, was die heute Abend verpassen? Jede Menge Spaß. Viele schöne Dirndl, viele schöne Lederhosen und viel Alkohol. Sagt, ihr habt es nicht bereut, dass ihr gekommen seid? Ja, wir kommen ja aus der Schweiz. Extra zum eurem Oktoberfest. Warum das denn? Wir haben Freunde hier und dann haben wir gedacht, wir machen das mal mit. Was ist schon München, wenn man Salzkotten haben kann? Natürlich ist der Hofstadt auch beim Oktoberfest. Ich denke, ihr habt es nicht bereut, oder? Auf keinen Fall, das ist sehr gut hier. Was ist denn das Besondere? Hier ist sehr viel los und alle haben, oder die Stimmung ist super, alle haben sehr viel Spaß. Ja, ihr seid ja schon richtig gut drauf. Ja. Ich glaube, ich muss nicht fragen, wie es euch gefällt, oder? Ja, mega, jedes Jahr, richtig geil. Hast du jetzt ein Wiederholungstäter? Ja, jedes Jahr. Weil es hier einfach richtig Spaß macht, mit so vielen Leuten hier zu feiern. Da will ich euch auch nicht bremsen, dann machen wir schön weiter. Danke, Prost. Prost. Ihr gebt ja richtig Gas. Warum ist es denn so schön hier bei uns in Salzkotten beim Oktoberfest? Weil wir immer hier hinkommen und weil uns das gefällt. Und was genau? Die Musik, dass wir ein bisschen singen können und sowas alles. Ist das so voll Ihre Musik? Nee, nicht immer, aber heute ja. Na dann. Viel Spaß noch. Ja, danke. Hallo, bin ich jetzt im Fernsehen? Ich grüße meine Mama, die hat morgen Geburtstag und wird 50 Jahre alt. Happy Birthday. 50 Jahre. 50 Jahre. Bin ich ausgeschnallt? Nein, sowas würden wir nie tun. Sowas würden wir nie tun, wir sind ja seriös. Alles klar. Ich bin die Seriosität in Person. Ist warm hier oder was soll das bedeuten? Bitte? Habt ihr euch schon warm getanzt? Ich hab Hitze immer. Du bist Pretty Woman. Woman. Ja. Der Engländer in mir geht ja da ein bisschen hoch bei der Rechtschreibung, ne? Auch ein bisschen. Ihr tanzt euch doch ein bisschen warm. Wie gefällt's euch hier? Sehr gut, sehr gut. Die Bedienung lässt ein bisschen nach, aber ist okay. Die haben aber auch ganz schön zu schleppen. Tja,
Ja. Die Männer. Ja. Du bist heute Abend auf der Suche, ich merke das schon. Ich wünsche dir viel Spaß dann noch. Dankeschön. Und alles Gute. Tschüss. Wie ist denn so die Stimmung bei euch am Tisch? Hey. Ja, geht, ne? Kann ich irgendwas dazu beitragen, dass es auch besser wird? Zum dritten Mal seid ihr schon da. So, dein Bier wird warm. Nimm mal einen Schluck und sag mal, ob es schmeckt. Schmeckt wie immer super. Warum seid ihr zum Oktoberfest gekommen? Wegen der guten Musik? Ja, auch. Also wir waren die letzten 2 Jahre schon hier und es war immer gut. Na dann, auf ein wir schunkeln noch. Was der Wind in meine... Seid ihr nicht textsicher doch? Doch, klar. Die Möge lacht. Ich will es wieder tun mit dir. Heute Nacht. Ja, ich will es auch wieder tun beim Oktoberfest 2019. Dann ist das ja vielleicht auch die Gelegenheit, mich an dieser Stelle von Ihnen, liebe Zuschauer, zu verabschieden. Also Sie sehen, die 1200 Gäste heute in der Selzhalle hatten einen fantastischen Abend und feiern jetzt noch ein paar Stunden weiter. Macht es gut. Tschüss. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Bäckerei Lange, der Stadt Geseke, der Firma Moltec, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, von Innogy, Rewe und der Kaffeerösterei Benzlips.